So, Mahlzeit und herzlich willkommen zum ersten Pressetalk mit unserem neuen Trainer Thomas Letsch. Ich darf ihn sehr herzlich begrüßen in unserer Mitte und natürlich unseren Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Und ich möchte gleich an den Franz das Wort weitergeben und sozusagen die ersten Worte an die Medien zu richten, beziehungsweise an den Trainer. Bitte, Franz. Ja, danke. Danke, Christoph. Ich möchte die Gelegenheit heute noch einmal nutzen, mich im Namen des Clubs bei den Trainern Thorsten Fink und Sebastian Hahn zu bedanken für die großartige Zusammenarbeit in den letzten 2,5 Jahre und vor allem auch für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Leider, und das sage ich nichts Neues, ist es im Fußball hin und wieder ein schmutziges Geschäft und wir haben leider die kurzen Ziele, die wir uns gesetzt haben, jetzt fürs Frühjahr nicht erreichen können. Auch die Leistung der Mannschaft war nicht dementsprechend und wir haben aus den ersten 4 Spielen nur 1 Punkt gemacht, deswegen ist es dann zur Trennung gekommen. Und wir haben uns als Verein zusammengesetzt und wollten die bestmögliche Lösung für den Club finden. Und die haben wir mit dem Thomas Letsch gefunden, noch dazu in einer sehr kurzen Zeit, in einem sehr kurzfristigen Abstand. Und der Dank gilt dem Thomas, weil er alles erfüllt, was wir uns so vorgestellt haben. Und wir sind sehr froh, dass er jetzt da ist bei uns. Ich weiß aus den Gesprächen mit ihm, er kennt nicht nur den österreichischen Fußball, er kennt die Austria. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig gewesen. Er kennt sehr viele Spieler von uns, aus der Salzburg-Zeit auch. Und deshalb war es für uns die ideale Lösung. Und wir wünschen ihm natürlich von dieser Seite viel Glück. Aber vor allem möchte ich auch, und das möchte ich bewusst loswerden, es geht hier nicht nur um einen Trainerwechsel, ja, der ist wichtig gewesen, war notwendig, sondern es geht darum, dass auch vor allem die Spieler, die im Spielfeld stehen, die spielen, die jeden Tag beim Training sind und dann im Wettkampf bestreiten, sich auch verändern. Ja. Sonst wird es nicht besser werden. Und sich so zu verändern, dass wir wieder erfolgreich Fußball spielen können. Danke. Danke, Franz. Ja, Thomas, herzlich willkommen noch einmal. Danke. Du kennst ja die österreichische Bundesliga. Die Austria natürlich auch keine Unbekannte für dich. Du hast gerade das erste Training geleitet. Vielleicht schilderst du uns deine ersten Eindrücke und was du dir erwartest und deine Vorstellungen. Ja, also zunächst mal danke für die Worte. Und es ist ja für mich eine Ehre und ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier die Chance bekomme, diese für mich sehr spannende Aufgabe in Angriff zu nehmen. Es wurde gerade schon gesagt, ich bin zwar ein Deutscher, aber irgendwo ein halber Österreicher. Ich lebe jetzt doch schon gute 5 Jahre hier in Österreich und war dort immer intensiv mit dem österreichischen Fußball beschäftigt, sodass es dann natürlich eine super Sache ist, hier in der Hauptstadt bei einem Traditionsverein mit tollen Fans arbeiten zu dürfen. Und mit dieser Freude gehe ich jetzt diese 12 Spiele an. Das ist ein Drittel der Saison. Und wir haben das große Ziel aus diesen 12 Spielen einfach das Maximale rauszuholen. Und über das erste Training, die Eindrücke, ja, das erste Training war jetzt eine rein athletische Geschichte, ist sicherlich auch der Temperatur geschuldet, dass wir heute nicht zweimal rausgehen. Und es war sowieso geplant, sowohl von dem Trainerstab, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, als auch von mir, dass wir heute Morgen eine athletische Einheit machen. Da geht es auch darum, die Spieler ein bisschen kennenzulernen, das habe ich genutzt. Und ich freue mich, wenn es dann heute Mittag richtig auf dem Platz losgeht. Auch bei Minustemperaturen, aber das gehört dazu. Dankeschön, meine Herren, für die ersten Worte. Ich darf vielleicht bitten für die ersten Fragen an das Duo. Michi, glaube ich, kommt mit dem Mikro auch. Bitte, Johannes Brandl von Sky, sehe ich. Bitte, Johannes. Herr Letsch, wie geht man als Trainer an diese Sache heran, wenn man einen Vertrag für 12 Spiele hat und im Sommer diesen Vertrag eigentlich dann schon wieder aus ist? Ja, was im Sommer ist, muss ich ehrlich sagen, interessiert mich im Moment überhaupt nicht. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es war von Anfang an klar, als wir in die Gespräche gingen, dass es um diese 12 Spiele jetzt zunächst mal geht und auf die wollen wir uns fokussieren. Und für mich, das habe ich gerade eingangs auch schon gesagt, geht es darum, alles rauszuholen. Nicht nur von meiner Seite aus, sondern mit dem ganzen Staff und von den Spielern erwarten wir das auch, dass sie da alles geben, um das Maximale rauszuholen. Und alles andere, wie gesagt, ist derzeit völlig uninteressant und das stellt für mich auch kein Problem dar. Vielleicht noch eine Frage im Anschluss. Wo sehen Sie die Punkte, wo Sie als Trainer sagen können, da müssen wir angreifen, als Austria, da sehe ich das Verbesserungspotenzial, da will ich hin?
Ja, ich glaube, das habe ich vorher auch der Mannschaft gesagt, das Wichtigste ist mir, dass wir eine hohe Intensität reinkriegen. Eine hohe Intensität ins Spiel und auch in jedes Training. Und das ist das, was ich von Anfang an sehen will, dass wenn wir nachher trainieren und dann natürlich auch vor allem in den Spielen, dass wir bereit sind zu sprinten, dass wir Gas geben, dass wir immer aktiv sind und dass das Tempo sehr hoch ist. Das ist für mich jetzt der erste Ansatzpunkt. Es geht für mich nicht darum, dass wir taktisch extrem komplizierte Dinge jetzt machen, sondern dass die Basics reinkommen. Und Grundvoraussetzung dazu ist natürlich die Mentalität. Und das möchte ich jetzt auch in der Woche sehen, dass, wie es Franz Wohlfahrt gerade schon gesagt hat, dass wirklich jeder bereit ist, alles zu geben. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Ansatzpunkt derzeit. Also zunächst mal die Dinge, die in der Vergangenheit waren, die nehme ich zur Kenntnis, aber das steht mir nicht zu, die zu werten. Thema Disziplin, das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt. Also für mich ist klar, es geht oft um Kleinigkeiten und wenn ich nicht konsequent bin in Kleinigkeiten oder wenn die Disziplin nicht vorhanden ist, dann kann ich sie auch nicht auf dem Spielfeld erwarten. Das ist eine Geschichte, die man mit den Spielern besprechen muss, hat aber mit dem Lifestyle, der angesprochen wurde, oder mit der Vergangenheit gar nichts zu tun, sondern es ist eine grundsätzliche Meinung von mir, dass gewisse Ordnung und gewisse Disziplin Grundvoraussetzung ist, um erfolgreich zu spielen. Michi, weitere Fragen, glaube ich, Johannes wieder. Bitte. Dann habe ich noch eine Frage an den Sportdirektor. Wie sieht denn das Trainerteam rund um Thomas Lesch aus? Der Coach hat den Wunsch gehabt, einen Assistenten noch dazu zu bekommen. Das werden wir intern regeln aus der Akademie. Wird heute am Nachmittag schon der Roman Stare hier sein. Sonst die Jungs, die da sind, bleiben jetzt einmal vorweg uns erhalten und sollte sich da noch was ändern, wird es zur richtigen Zeit bekannt gegeben. Ja, vielleicht gleich die Frage an den Trainer, wieso Co-Trainer Stari, gibt es da irgendeinen Zusammenhang, eine Connection zwischen ihnen? Eine Connection gibt es nicht, nein. Ich habe natürlich aufgrund von der Vergangenheit immer wieder auch Kontakt gehabt mit der Akademie hier, mit dem Ralf Muhr und auch mit den einzelnen Trainern. Und wir waren da auch im Austausch. Roman Stary ist einer von denen, der sicherlich sowohl die menschliche als auch die fachliche Qualität hat, uns hier weiterzuhelfen. Mir ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall mit ihm nochmal Qualität dazukriegen, dass wir alles optimal ausfüllen können. Weil es ist, denke ich, heutzutage nicht mehr damit getan, dass da vorne ein Cheftrainer steht, sondern wir brauchen ein gutes Team, das zusammenarbeitet. Und es war klar, das hat der Verein auch so kommuniziert, dass der Staff so zusammenbleibt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und mit Verstärkung vom Roman, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt für die nächsten Spiele. Weitere Fragen bitte an das Duo. Alex Strecher, Kurier. An den Trainer, wenn Sie gesehen haben, wie die Ausführung der Thorsten Kühl gespielt hat und Vergleich mit Ihrer Spielphilosophie, müssen Sie da viel umstellen? Geht das in kurzer Zeit oder ist da gar nicht so viel nötig? Ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir schon etwas verschiedene Ansätze. Es geht jetzt aber auch nicht darum, sofort alles über den Haufen zu werfen oder umzukrempeln. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Mir geht es darum, dass so ein paar grundsätzliche Dinge vom ersten Training an, die mir wichtig sind, ich habe es vorher gesagt, Thema Gegenpressing beispielsweise, ein schnelles Umschaltspiel, das sind Faktoren, die für mich sehr, sehr wichtig sind, die wird man in jeder Trainingseinheit machen und die möchte ich dann auch im Spiel sehen. Es geht aber überhaupt nicht darum, jetzt wie gesagt, komplett alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, so, jetzt machen wir das so und so. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Es geht einfach darum, Akzente zu setzen, in Verbindung mit dem, was in der Vergangenheit war, plus der Qualität der Spieler, die aus meiner Sicht absolut vorhanden ist, glaube ich, wird man so Erfolg haben. Weitere Fragen? Wave, bitte, Dani Wammert. Franz Wolf hat gesagt, es muss sich auch von Spielerseite etwas verändern. Sind Sie da d'accord mit dem Trainer, dass es die Intensität ist, dieses Reinschmeißen, oder gibt es da noch andere Dinge, die sich bei den Spielern verändern müssen?
Es gibt viele Sachen, die zum Verbessern sind. Wenn es nicht so wäre, wären wir jetzt nicht in der Situation. Ich sage jetzt mal, wenn wir verlangen oder der Trainer verlangt, ein intensives Spiel oder intensives Training mit Gegenpressing und dem Ganzen, dann muss natürlich die Gesundheit auch, ist die Gesundheit und das Leben dementsprechend auch sehr wichtig. Und da heißt es auch verbessern, ja, weil es war nicht immer so. Gut, sehe ich noch weitere Fragen? Ja, bitte, gerne. Michael Ganhör. Das Ziel Europa League Qualifikation ist aber vom Verein. Wenn Sie das noch aus, glauben Sie daran? Also, ich denke, um dieses Ziel zu erreichen, spielen Faktoren mit rein, die wir nicht beeinflussen können. Denn es gibt natürlich auch noch ein paar andere Mannschaften, die jetzt eben deutlich mehr Punkte haben als wir im Moment. Und ich glaube, wir tun gut daran, einfach mal auf uns zu schauen. Und wenn wir von Spiel zu Spiel denken und versuchen, im Idealfall jedes Spiel zu gewinnen, dann haben wir die Basis geschaffen und alles andere können wir nicht beeinflussen. Und das ist eigentlich auch mein Ansatz und das ist auch das, was ich der Mannschaft so mit auf den Weg gegeben habe oder auch noch in den nächsten Tagen tun wird. Es macht keinen Sinn, jetzt jede Woche auf die Tabelle zu schauen und sagen, jetzt ist der Abstand so oder so, sondern wir schauen von Spiel zu Spiel. Und wenn es am Schluss reicht, ist ein Riesenerfolg. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das, was tagtäglich in meinen Gedanken Vorrang hat. Kommt noch eine Frage? Ja, Alex Strecker, Kurier noch einmal. Abseits von diesem Europa League-Ziel, wie wichtig ist es Ihnen, auch attraktiven Fußball zu spielen? Weil das wäre ja auch ein Grund, weshalb Sie dann vielleicht Trainer der Austria bleiben könnten. Wenn der Spielstil angenommen wird von den Fans, von den Verantwortlichen, oder sind Sie da jetzt eher pragmatisch an die Sache heran, weil es darum geht, Punkte zu holen? Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Also unterm Strich muss man ganz klar sagen, wenn wir attraktiven Fußball spielen und wir verlieren die Spiele, dann ist keiner zufrieden. Gewinnen wir die Spiele knapp und wirken sie irgendwie oder kommen irgendwie durch, ist es wahrscheinlich auch nicht das Optimale, aber es ist immer noch der bessere Weg. Also primär geht es darum, Spiele zu gewinnen und an oberster Stelle steht der Erfolg. Aber, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus und ich stehe schon für einen Fußball, der eher ja, offensiv ausgerichtet ist und wo es schnell in die Tiefe gehen soll. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Und wenn wir über die Schiene einen attraktiven, guten Fußball spielen und am Schluss noch erfolgreich sind, dann sind Sie zufrieden und dann sind es wir vor allem. Daniel Warmuth nochmal, bitte. Herr Letsch, Sie sind jetzt noch nicht lange da, klar, ein paar Stunden, aber haben Sie aus der Mannschaft schon nicht mehr ein Feedback bekommen? Quasi jetzt packen wir es an, jetzt gibt es nochmal neue Energie durch Sie, durch den neuen Trainer. Also, das habe ich noch nicht bekommen, aber es war jetzt einfach auch nicht möglich. Es ging jetzt wirklich heute Morgen sehr schnell. Es gab ein kurzes Treffen mit dem Staff, dann war ich kurz vor der Mannschaft, jetzt haben wir diesen Termin. Diese Dinge werden noch kommen, aber die klare Botschaft an die Mannschaft war die, dass, und das wurde von Vereinsseite aus ja auch nochmal unterstützt, es geht jetzt nicht nur darum, jetzt ist ein Trainerwechsel da, sondern das ist eine Chance, jeder Wechsel ist eine Chance. Oder im ganzen Leben, das ist nicht nur im Fußball so, um wieder neuen frischen Wind reinzukriegen und neu anzupacken. Und das wollen wir vermitteln, das will nicht nur ich vermitteln, sondern das will der ganze Verein vermitteln. Und wir werden genau schauen, welche Spieler da bereit sind, den Weg mitzugehen. Weil es wäre ja fatal, man macht einen Trainerwechsel und ja, unterm Strich würde nichts passieren. Also das muss ja jetzt irgendwie ein kleiner Umschwung kommen. Johannes. Engagement für sich selber mitnehmen können, lernen können, vielleicht auch für diese schwierige Aufgabe bei der Wiener Austria? Ja, also zunächst mal, ich habe gestern den Vertrag in Aue dann aufgelöst und damit ist das Thema für mich auch erledigt und ich will mich da gar nicht mehr so viel mit der Vergangenheit beschäftigen. Dass ich Dinge gelernt habe, ist klar. Ich glaube, auf jeder Station und auch in der Phase, in der ich jetzt Zeit hatte, mich mit anderen Dingen im Fußball zu beschäftigen, mal aus einer anderen Sicht, nimmt man sehr viel mit. Aber unterm Strich schaue ich jetzt nach vorne. Ich freue mich auf die Aufgabe und das, was in der Vergangenheit war, das ist abgehakt. Und ja, violett ist es immer noch, aber jetzt hier in Wien. Gut, nachdem ich jetzt, ich sehe doch noch eine
Rechts drüben bitte Harald Pantl, Laula. Also wir werden sicher die Gespräche, die ich führe, über den Kader wird der Trainer sicher dabei sein. Auch sollte es auch so sein, dass die Wege sich vielleicht dann trennen, gibt es ja eine geballte Ladung an Kompetenz und da nehme ich natürlich diese Kompetenz mit in die Planung. Aber wie wir wissen, bei Austria Wien ist es so, dass wir nicht vergessen, wenn etwas entgegenkommt, so wie die kurzfristige Entscheidung von Thomas, dieses Risiko einzugehen, ist nicht selbstverständlich für uns. Da kann man auch ausgehen, dass er mit Sicherheit unser erster Ansprechpartner sein wird bezüglich einer längeren Zusammenarbeit. Anschlussfrage noch. Ja, ich sehe es überhaupt nicht als Risiko, ich sehe es als reine Chance. Und nochmal, der Vertrag ist aufgelöst, das Ding ist gegessen, das ist vorbei. Und ich freue mich einfach auf die Aufgabe und bin auch davon überzeugt, dass das hier ein großes Potenzial ist. Und ich freue mich darauf, dieses wieder zu erwecken und dass wir erfolgreich sind. Und deshalb sehe ich 0,0 Risiko. Und das war für mich auch von Anfang an klar. Ich weiß, dass das teilweise so gesehen wird. Ja, man springt ja kurz ein und mit einer kurzen Laufzeit, aber alles in allem, das sind 12 Spiele. Und 12 Spiele sind aus meiner Sicht eine Zeit, in der man sehr viel bewegen kann. Und das möchte ich angehen. Gut, ich denke, ein schönes Schlusswort. Nein, doch noch. Letzte Frage bitte. Ja, also natürlich werde ich mit Red Bull in Verbindung gebracht und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich dort 5 Jahre gearbeitet habe. Und, aber die Zeit ist auch vorbei. Das ist ähnlich, wie ich es vorher sagte, bei Aue. Und mit dem Schritt, dass ich damals von Red Bull bzw. von Liefering weggegangen bin, das war ja auch der Grund zu sagen, okay, ich will weiterkommen, ich will Neues erleben. Und ja, ich denke schon, dass spätestens jetzt klar ist, ich bin Thomas Letsch und nicht irgendeiner von Red Bull. Nochmal, ich hatte eine tolle Zeit, aber jetzt bin ich hier und möchte meine Ideen hier mit einbringen. Natürlich bin ich auch aus der Red Bull-Zeit geprägt, das ist kein Geheimnis, aber das heißt nicht, dass ich für Red Bull-Fußball stehe, sondern ich stehe für meinen Fußball und den wollen wir in Wien sehen. Gut. Dann denke ich, haben wir mal alles ausführlich beantwortet fürs Erste. Danke für den ersten Pressetalk. Der nächste wird am Freitag um 11 Uhr stattfinden, dann schon im Hinblick auf das Spiel gegen den WAC. Bedanke ich mich, wünsche einen schönen Nachmittag und freuen uns. Lassen wir die Mannschaft arbeiten. Dankeschön.